Wir beschäftigen uns ja viel mit Meta-Decks, Rogue-Decks, mit Budget-Decks, mit Decks für bestimmte Preispunkte. Und ich habe mir heute mal gedacht, scheiß drauf, ich zeige euch einfach mal ein paar Decks, die nach richtig viel Spaß aussehen. Einfach mit euren Freunden einfach ein Deck bauen und dort spielen gegen eure Freunde. Meinetwegen geht ihr mit auf Locals, meinetwegen sogar auf eine Regional, weil die Decks sind halt an sich funktional. Aber die sind in erster Linie dafür gemacht, dass die halt Bock machen. Ich werde euch einmal alle Links zu den Decks, die ich euch heute zeige, unten in der Videobeschreibung lassen, damit ihr die selber, weiß ich, auf Edo Pro nachbauen könnt, in Real Life bauen könnt, keine Ahnung. Ich habe die Decks nicht alle selber getestet, aber zu dem, was die Decks hier tun oder was sie machen sollen mit den Karten, die drin sind, sehen die nach richtig, richtig viel Spaß aus. Nicht unbedingt für euren Gegner, aber so ziemlich für euch. Das erste Deck ist ein Fan-Favorite. Mit so vielen Support-Karten, dass ich gar nicht weiß, wie viele das überhaupt sind und wo Leute, die diese Decks aufnehmen, sogar einen ganzen Guide daneben schreiben, wie das Deck funktioniert, weil die einfach so passioniert an diesem Deck arbeiten und tüfteln. Und das Deck ist einmal Blackwing. Wie ihr seht, es sind viele Karten drin, die in Blackwings immer drin sind. Das Extra-Deck, wie ihr seht, hat sehr viele Synchro-Monster, weil ihr könnt mit dem Deck halt extrem viele Synchro-Plays machen. Im Main-Deck, wie ihr seht, haben wir so ein kleines Büstier-Package. Nicht so krass groß wie in vielen anderen Decks. Und ansonsten spielen wir auch keine Handtrips. Wir spielen ein Cosmic Cyclone im Main-Deck. Der ist ganz wichtig. Ich weiß noch nicht wofür, aber der ist definitiv wichtig für irgendein Floodgate, was ihr nicht outen könnt oder wollt. Das Deck ist wahrscheinlich eins der besseren Decks, was ich euch heute zeigen werde, weil das halt in sich geschlossen gut funktioniert. Ihr spielt mit Karten, die einfach optisch sehr cool aussehen. Viele Sachen, die ganz witzig sind, und zwar, dass der Wirbelwind halt nicht einmal pro Spielzug ist. Das heißt, ihr könnt den triggern so oft, wie ihr das triggern könnt. Und ihr holt Big Chunky Monster aus Feld. Ihr spielt das Ace Monster von Crow, nämlich den Blackwing Dragon. Und das muss doch auch was wert sein. Ich persönlich meine, dass das Deck sogar semi-competitive ist, wenn man das gut spielen kann. Aber wie gesagt, das macht einfach Fun. Ihr habt ein paar Combo-Lines, die funktionieren ganz gut. Ihr spielt jetzt nicht unbedingt durch jede Handtraps durch, aber wenn ihr halt das Ding hier oben, das hier, wenn ihr mit denen startet, habt ihr schon mal ziemlich guten Start, eine Möglichkeit, das Game an euch zu reißen und einen Panzermeister zu holen, der unberührt ist und gar nicht wecken, ist halt auch nicht das Schlechteste, gerade wenn ihr gegen eure Freunde spielt, die vielleicht das Out gar nicht im Deck haben. Bei dem nächsten Deck geht es ein bisschen um so neuere Sachen. Ich habe euch ja letztes Mal gesagt, dass man das Sprite-Deck, was ja ein Meta-Contender ist, ich weiß, viele mögen Sprite nicht, bababab, aber dass man das sehr gut mit dem neuen Poly-Archetyp spielen kann. Also mit dem Evoli-Vorschnitt für Yu-Gi-Oh! Hier ist aber eine Deckliste, wie sowas aussehen könnte. Wie ihr seht, wir haben hier primär die Poly-Karten. Die Sprite-Karten sind hier eher sekundär. Klar, ihr könnt hier Full-Sprite-Kombos machen. Aber es geht primär um die Poly-Karten. Deswegen haben wir auch One-for-One hier drin. Und eine Karte wie die kleine Schildkröte. Die gesagt, es können auch Monster beschworen werden mit 1800 oder weniger ATK. Ist ziemlich gut. Mir persönlich ist hier ein Starter zu wenig drin und mir persönlich fehlt eine ganz entscheidende Karte im Extra-Deck und das einmal Mannequin Cat. Ich verstehe, warum das nicht drin ist, weil ihr könnt theoretisch auch über anderen Karten die Schildkröte aus dem Deck holen. Aber ich glaube, dass Mannequin Cat wahrscheinlich eine Option ist, die ihr im Extra-Deck haben solltet. Wenn ihr nicht wisst, was Mannequin Cat tut, das ist Mannequin Cat, da ist der Effekt, lest ihn euch durch. Die kann die Schildkröte direkt aus dem Deck specialen, wenn ihr gegen Telemann spielt zum Beispiel. Ist also ziemlich gut, wenn ihr dagegen spielt. Egal, wenn ihr das in eurer ersten Runde machen, es kann todeswitzig sein. Ansonsten gibt es dem Deck nichts viel zu sagen. Ihr lockt den Gegner raus mit der Schildkröte. Ihr habt die Poly-Monster aus dem Extra-Deck, die halt unberührt sein können und halt unüberwindbar sein können, weil die einfach dann unberührt sind und einfach dann 8 Millionen Def haben, also das Noir-Ding hier unten. Und meinetwegen macht ihr dann Zeus mit 6 Materialien und beendet so das Spiel. Also ihr habt auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, mit dem Deck einen Haufen Schaden anzurichten. Und das ist auf jeden Fall ein cooles Deck, weil es eine etwas andere Idee von Yu-Gi-Oh! Ist. Ihr beschwört das Polymonster, legt das XC oben drauf, dann aktiviert ihr Quickspells dreimal pro Spielzug und hängt die als Material unten dran. Ist irgendwie witzig. Ob das jetzt gut ist, keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall witzig. Und wenn ihr auch genug von Sprite habt, ich persönlich nicht, aber lasst mir gerne mal ein Like da, damit ihr in Zukunft vielleicht nichts mehr von Sprite sehen müsst. Da habe ich euch, oder? Mit dem nächsten Deck haben wir wieder eine Kombination aus einem Deck, was immer mal wieder auftaucht und ein Deck, was ein Fan-Favorite ist. Und das ist einmal Runic Spellbook.
diese Deckstrategie wundert mich, dass wir die nicht schon häufiger gesehen haben, weil die scheint wie die Faust aufs Auge zu passen. Ihr könnt viele Karten ziehen, ihr kriegt Monster aufs Feld, ihr könnt den Gegner rauslocken, ihr müsst nicht angreifen zu gewinnen, wenn ihr einen Jorgen auf dem Feld habt, den ihr protecten könnt. Da passiert nicht so viel und das ist eine unglaublich spannende Strategie. Klar, die Runikarten inhärent sind halt gut, im aktuellen Format nicht unbedingt, im Wenigen ganzen Ishizu-Karten. Eigentlich muss man auch sagen, dass das Deck, was ihr hier spielt, auch so ein bisschen drumherum spielen kann, weil das kann ein paar Sachen von Gegner banishen, das ist also sehr hilfreich. Und der Kernstück des Decks ist logischerweise Magiebuch des Urteils. Die Karte ist einfach unglaublich. Und ihr müsst euch mal überlegen, wie viele Spellbook-Karten ihr auf die Hand nehmen könnt, wenn ihr ein paar Runic-Spells aktiviert habt. Als ihr zieht durch den Feed-Spell und dann kriegt ihr die ganzen Karten in der Endphase durch Spellbook of Judgment. Das ist schon ziemlich gut. Ob das jetzt krank gut ist, keine Ahnung. Es ist ein Deck, was funktional ist und was eine sehr coole Prämisse hat. Leider neigen diese Decks, die halt nicht ganz so gut sind, eher dazu, den Gegner nicht mitspielen zu lassen. Was ich persönlich jetzt nicht ganz so cool finde. Aber eine Karte wie Jorgen auf dem Feld zu sehen, die euch daran hindert, dass ihr Spezialbeschwörung schwören könnt, könnte, glaube ich, ziemlich funny sein, wenn ihr zwischen euren Freunden spielt und einen Weg finden muss, das Ding zu outen, ohne Spezial zu beschwören. Vielleicht sehen wir dann im Side-Deck Regiki, Dark Hole, irgendwas in der Richtung. Könnte witzig sein, wobei das bei dem Deck schwierig ist, weil ihr könnt den ja protecten. Das ist auch so eine Sache. Heißt, ihr müsst zwei Monster aufs Feld kriegen, um drüber zu rennen, ansonsten habt ihr ein Problem. Und, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, die Runic-Karten können dich auch noch protecten. Das heißt, ihr könnt den Jorgen auf dem Feld lassen und protecten und es kann nicht spezial beschworen werden und das kann halt schon reichen, dass ihr halt das Game verliert. Weil dann deckt ihr euch quasi aus und dann habt ihr halt verloren. Aber ich persönlich finde das eine sehr coole Idee, das Deck genau so zu bauen. Jetzt kommen wir zu einem meiner Favoriten für ein Deck, was wir bald spielen können. Und es ist ein Machine-Based Archetype. Und ich habe dieses Deck vor Jahren schon mal gebaut. Es ist ein Protagonisten-Deck. Also nicht Protagonist, aber Anime-Charakter-Deck. Freund von Protagonisten, der eigentlich nicht so cool ist, aber das Deck ist cool. Und das ist Super Heavy Samurai. Viele Leute haben immer versucht, dieses Deck zu brechen. Weil ihr spielt ja keine Zauber- und Fallenkarten im Deck. Ihr könnt Karten drin spielen, die halt das Deck besser machen. Das Deck ist mittlerweile auch schon seine, ich glaube, 6 Jahre alt, also schon ziemlich alt. Hat über die Zeit immer mal wieder so ein paar Karten bekommen. Jetzt gibt es die nächste Welle und die machen das Deck wirklich richtig, richtig gut. Ob das jetzt ein Contender ist fürs Meta, ist ja erstmal für das Video heute scheißegal. Aber ich mag die neuen Karten. Wir kriegen Pendelkarten, die so ein bisschen so funktionieren wie Chronograph Zauberer, Elektrine Scale. Dann könnt ihr die andere Scale legen, die addet dann so eine Karte. Und eine Karte wie das Ding hier, der Soulpiecer, der hier, der hat die Fähigkeit, wenn die auf den Friedhof gelegt wird, dass ihr eine Karte suchen könnt. Und das Ding ist nicht once per turn. Und bei allen Sachen, die nicht once per turn sind, wir loopen die Dinger so lange, wie es geht. Und das ist bei dem Deck ziemlich cool, weil ihr damit verschiedene Dinge aufs Feld klatschen könnt. Und die neuen Extra-Monster sind auch wirklich gut. Also das Link 1 Monster ist halt ein guter Kombo-Starter, weil normal 2 Soulpiecer, Link 1, Search ist halt gut. Das zweite ist, das neue Synchro-Monster ist eine ziemlich gute Addition. Und auch die andere Addition, das Level 2 Tuner-Monster, ist eine sehr gute Karte, die euch auch nicht auf diese Super Heavy Samurai lockt. Denn wir hatten vorher das Problem, dass wir mit dem Battle Ball konnten wir zwar mit gegnerischen Monstern synchron, aber wir konnten nur Super Heavy Samurai-Monster machen. Das heißt, wir waren gelockt auf die nicht ganz so krass guten Karten von dem Themendeck. Jetzt haben wir die Möglichkeit, andere dran zu machen und trotzdem mal Dinkos zu machen. Wie ihr seht, hier sind viele von diesen Erde-Maschinenkarten drin, die euch schon ein paar Sachen geben können. Ihr seid vielleicht verwirrt, weil ihr jetzt eine Fallenkarte hier drin seht. Und ihr dürft ja im Friedhof keine Zauber- und Fallenkarten haben, um die meisten von den Effekten zu benutzen von den Super Hero Samurai. Aber Overdrive hat die Fähigkeit, sie selber vom Friedhof zu verbannen. Und dann könnt ihr quasi Karten vom Banish Pile oder vom Friedhof ins Deck zurücklegen. Und dann könnt ihr eine Karte ziehen. Heißt, ihr habt eigentlich nie eine Fallenkarte in den Friedhof, es sei denn, euer Gegner zwingt euch dazu, irgendwie 3 abzuwerfen, da sind 2 Fallenkarten dabei. Das wäre natürlich Upsi. Passiert in der Regel aber nicht, deswegen ist das eine sehr gute Strategie und funktioniert wirklich inhärent unglaublich gut. Ich habe da Bock drauf. Dieses Deck werde ich mir sogar selber bauen. Und ich glaube, ich werde damit sogar auf den Locals gehen, denn ich glaube, das könnte sehr cool werden, wenn die ganzen Karten alle rauskommen.
Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Karten rauskommen, aber ihr könnt mir in den Kommentaren mal wissen lassen. Ihr werdet es wahrscheinlich wissen, ich nicht, aber ihr wahrscheinlich schon. Und dann haben wir das nächste und letzte Deck für heute. Und das ist ein Deck, was Naruto-Decks sehr freuen wird, auch wenn die optisch mit dem gar nichts zu tun haben. Aber das ist einmal das Ninja-Deck. Das Ninja-Deck kriegt ja in diesem Hauptset Support mit dem grünen Ninja und Main-Deck-Monster und Fusionsmonster. Und wir haben ja schon mit dem Link-Monster ein gutes Monster bekommen. Und wie ihr seht, das Geld geht komplett auf Konstanz. Ihr spielt den Prosperity da drin, damit ihr halt diggen könnt für eure Karten, die ihr braucht. Und auch der Wasser-Ninja, den wir letztes Jahr bekommen haben, ist auch eine sehr gute Addition für das Deck. Und die Fallenkarten und Zauberkarten von dem Themendeck, das dürft ihr nicht vergessen, die sind echt gut. Die können wirklich verschiedene Dinge machen, um euch richtig zu nerven. Das Deck selber ist auch relativ konstant mittlerweile mit dem Hanzo, mit dem Link-Monster, mit dem Fusionsmonster. Das ist relativ einfach zu machen und wir haben ein paar Möglichkeiten im Exit-Deck auch auf 11 zu gehen. Ihr seht, 11 sind sehr viele Decklisten drin, weil es ist halt eine generische Karte, die was vom Graves zurückholen kann. Was generisch ist. Wer hätte damals gedacht, dass das jemals ein Problem wird, außer jeder, dass man die in so vielen Decks spielen kann. Aber ich persönlich finde das bei einer Karte wie 11 eigentlich ganz cool, dass die irgendwo anders auch Platz findet, außer im Sprite. Ich persönlich bin mega Fan davon, von dem Playstyle. Eher weniger ist so ein kleiner Lock wieder. Ist aber trotzdem ein cooles Deck. Lasst mir in den Kommentaren da, welches der 5 Decks euch am meisten gefallen hat. Das denke ich, würde nicht nur mich interessieren, sondern auch die Leute, die sich das Video angucken, um mal zu gucken, was die Favorites von Decks sind und welches Deck ihr gegen eure Freunde spielen würdet. Und ob ihr sagt, ich spiele halt einen Lock oder ich spiele halt keinen Lock, ich spiele Combo. Einfach mal unten da lassen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.